Hallo liebe Leute und ein herzliches Willkommen zurück hier bei uns auf dem Kanal bei Kochen mit uns. Heute zeigen wir mal, wie man Messer schärft. Leicht anschrecken und einfach so ritschi ratschi, ritschi ratschi. Fast. Bisschen mehr. Scharf. Einmal frei, einmal tutti frutti. So, aber jetzt nicht einfach so das Messer benutzen. Ich wasche das jetzt nochmal fix ab. Abgewaschen ist es. Nass ist es. So, was machen wir heute Schönes? Wir machen heute eine schnelle Suppe, die ja für 2 Tage reichen soll, muss, weil morgen keine Zeit und so, dies, das Krankenhaus. Was soll's? Wir nehmen erstmal hier einen Topf, das ist halb voll mit Wasser. So, zünden wir mal das Ding an. Volles Kanonenrohr. Hier kommt diesmal kein Salz rein. Wir kümmern uns jetzt um die Kartoffeln. So, wir schneiden jetzt fix die Kartoffeln. Es sieht jetzt weniger aus, als es ist. Es werden dann mehr. Jetzt nehmen wir uns da hinten diese Möhren und schmeißen sie ins kochende Wasser. Das hier mit Nei. Und dann könnt ihr nämlich erstmal schön köcheln. In der Zeit, wo die Möhren halt drin sind, werden wir auch die Würstchen jetzt noch klein schnippeln. Und die werden wir dann natürlich auch mit dazu schmeißen. Es wird zwar noch nicht ganz so kochen, wie es sein sollte, aber da werden die schön wirklich durch und nicht nur einfach erwärmt, sondern auch schön gebrutzelt. In der Zeit, wo wir jetzt Würstchen und alles drin haben, Möhrchen, sieht man hier, Kartoffeln sind schon gewaschen. Jetzt schmeißen wir die mit rein. Wird ganz schön viel. Ganz schön viel. Das ist dann eine Möhrenkartoffel-Würstchensuppe. Jetzt haben wir hier die Podravka schon mit rein, 3,5 Löffel. Das muss man halt ja, sehen, wie man es halt macht. Denn ich habe da ungefähr schon ein Gefühl dafür. Und deswegen dann ein bisschen aufkochen lassen und dann nochmal umrühren. Jetzt rühren wir das Ganze nochmal ein bisschen um. Und dann fangen wir auch das erste Mal an, abzuschmecken. Macht jetzt nicht zu viel dran, wenn wirklich ihr das am nächsten Tag nochmal essen wollt. Bedenken, das wird nochmal intensiver. Wenn ihr es nur heute essen wollt, kein Thema. Aber für den nächsten Tag nochmal aufkochen, wird es schlimmer. Also die Gewürze intensiver. So, wir hatten, glaube ich, 3 Löffel, 3,5 Löffel, weiß ich nicht, müsste ich da nochmal nachgucken. Abschmecken, sag schon, mit einschreiben. Jetzt probieren wir noch mal die Möhren, weil vom Geschmack her reicht's. Die Möhren sind weich. Jetzt noch so eine lüsche Kartoffel, da, gut. Auch weich. So, dann sehen wir uns beim Servieren gleich. Ich würde sagen, wir rutschen einfach mal darüber. Dann wollen wir doch mal anfangen mit Aufschüppeln. Jetzt sieht es gerade aus wie eine Kartoffelsuppe. Möhren. Hier oben schön die Wienerchen. Ihr könnt jetzt natürlich da Toastbrot, Schwarzbrot, Weißbrot, selbstgemachtes Brot, Brötchen, was weiß ich alles dazu machen. Oder dazu essen. Ich würde einfach mal sagen, lasst es euch schmecken und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Falls ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, da unten in der Ecke könnt ihr das jetzt tun. Und wir sehen uns wieder. Bis dahin. Tschüssi, macht's gut.